Gut. So, dann umklammer mich mal unter den Arm nochmal. Genau. So, hier würden wir jetzt praktisch wieder, um den Griff schon von vornherein etwas zu lockern, irgendeine Schocktechnik. Entweder Schienbein oder auf dem Fuß drin oder Unterleiter, kann man sich eins von aussuchen. Eine Sache sollte man natürlich gleich richtig machen, dann reicht die auch als Schocktechnik. Und dann, ja, was ich hier bei diesen Sachen auf diese Distanz immer empfehle, ist ein Genickhebel zum Beispiel. Das war hier. Bei dir ist natürlich gefährlich, weil du keine Haare hast. Ja. Ja, da sollte man dann das Ohr nehmen. Okay. Ja, und dann hier schon mit dem Handbein ans Kinn. Und jetzt kann ich dich hier bewegen. Ja, ja. Und gehe dann einfach einen Schritt zurück, sodass ich aus der gefährlichen Distanz raus bin und kontrolliere dich praktisch. Ne? Okay, versuch das mal bitte. Ja. Ja, das ist lieber ein mehr als zu wenig, als einer zu wenig. Das kann ich, wenn du es vergisst, dann kann es eher gefährlich werden. Wenn du zwei Schocktechniken machst, kannst du nie verkehrt sein. Okay, ja. Okay, gut, danke. Jawohl.